Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sprechen wir jetzt über den zweiten Zerstörer. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ernannte insgesamt drei Zerstörer. Der erste, wie wir ihn gehört haben, ist Geiz und Habgier, der ich Gehorsam leiste. Und die zweite Sache, die dich ins Verderben stürzt als Mensch, ist Hawan Muttaba, Neigung, der ich Folge leiste. Dass ich als Mensch immer wieder meine Neigungen befolge. Und das ist das Schlimmste, was ich tun kann. Dass ich nicht mehr Herr über mich selbst bin, sondern dass meine Neigungen mich kontrollieren. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns im Koran auf, dass das der Weg ins Verderben ist. Und dass derjenige, der seine Neigung unter Kontrolle hat, zu den Erfolgreichen gehört. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ طَغَى, was aber denjenigen anbelangt, der immer wieder überschreitet, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, und das diesseitige Leben bevorzugt, immer nur das tut, was für das diesseitige Leben gut ist, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, so ist das Höllenfeuer sein Aufenthaltsort. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, aber was denjenigen anbelangt, der den Rang seines Herrn fürchtet, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, und seine Nefs von der Befolgung seiner Neigung abhält, was ist mit dem? فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, so ist das Paradies sein Aufenthaltsort. Achte darauf, dass du deinem Nefs nicht freien Lauf lässt, weil du wirst dann zu den Verlierern gehören. Ja, es kann bei manchen Menschen sogar so weit gehen, dass sie anfangen, ihre Neigung anzubeten, ihre Neigung zu ihrem Gott zu machen. Allah Ta'ala, er sagt diesbezüglich, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى, hast du nicht jenen gesehen, der seine Neigung zu seinem Gott gemacht hat? Ich mache nur noch das, was meine Neigung mir vordiktiert. Ich tue nur noch das, worauf ich gerade Lust habe. Ich befolge nicht mehr die Gebote Allahs. Ich mache nicht mehr das, worin etwas Gutes für mich liegt, sondern nur das, worauf mein Nefs gerade Lust hat. Das führt ins Verderben. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt hierüber, Al-Kayyisu, klug ist derjenige, man dana nafsahu, wer sich selbst zur Rechenschaft zieht, wa'amila lima ba'd al-maut, und daraufhin arbeitet, was nach dem Tode ist, wal'ajis, und der Schwächling ist wer, man atba'a nafsahu hawaha, wer der Sklave seines eigenen Nefs ist und sein Nefs immer wieder seine Neigungen befolgen lässt, wa tamanna 'ala Allahi al-amani, und immer nur Wunschdenken hat gegenüber Allah. Willst du etwas in deinem Leben erreichen? Dann musst du bereit sein, gegen deine Neigungen vorzugehen. Auch wenn du erfolgreich sein möchtest, meine geehrte Schwester, mein lieber Bruder, im diesseitigen Leben musst du gegen deinen Nefs ankern. Du musst fleißig sein, du musst etwas tun. Und wenn du bei Allah etwas erreichen möchtest, musst du auch bereit sein, dafür etwas zu tun. Und diejenigen, die dazu bereit sind, die werden die höchsten Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala und sogar schon in der Dunya erlangen. Nur weil sie bereit gewesen sind, sich anzustrengen und ihre Neigungen zu bekämpfen, möge Allah ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche ihre Neigungen unter Kontrolle haben, möge Allah ta'ala uns zu den Erfolgreichen gehören lassen in der Dunya und in Akhirah. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.